Gestern in Medieval Dynasty. So, wir haben jetzt 60 mal 10 Fiolen, also sprich 600 Fiolen geschnitzt. Wir bekommen 1260 Taler. Aber ganz ehrlich, für den Aufwand, ich bitte euch. So, kann man hier ein Häuschen hinbauen? Bestimmt. Gebäude, Häuser. Ich muss nur gerade gucken. Jawohl, hier können wir anbauen. Get up, down, the bass is down. Und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren saftigen Episode Let's Play Medieval Dynasty. Oh yeah, mit auf dem TS als seelische und moralische Unterstützung haben wir noch die liebe Sarah. Hallo. So, und hier sind wir jetzt mittlerweile im Winter angekommen und bei mir steht Herausforderung. Zur gegebenen Zeit trifft der Herold in einer der Schenken in Gostovia oder Hornika ein. Wenn du mit ihm sprichst, kannst du einen der herausfordernden Aufträge des Königs annehmen. Es besteht keine Verpflichtung, diese anzunehmen, aber der erfolgreiche Abschluss einer solchen Herausforderung verbessert die Reputation deiner Dynastie und festigt deine Beziehung zum König. Geil. Gut zu wissen. Und ich war fleißig. Erstmal gucken, wie es unserer Herzdame geht und unserem Erben. Hallo. Hallo. Zustimmung ist noch auf 100. See you okay. Soon. Wunderbar, dann bräuchte ich den. Was war das denn für einer? Wer bist du und was machst du in meinem Haus, du Sacknasenflöte? Ich war fleißig. Und zwar haben wir nochmal ein paar Fiolen fertig gemacht. Und wir konnten in der Gewinnung nochmal ein Pünktchen dazu holen. Schatzjäger, Meister der Zerstörung. Ja gut, ne? Meister der Zerstörung, du erhältst beim Zerstören von Gebäuden 50% des Materials zurück. Eins mit der Erde. Gewissenhafter Bergmann. Grabungsmeister. Trance des Holzfällers. Ja, das ist halt jetzt die Frage. Ich glaube, Meister der Zerstörung ergibt mehr Sinn, weil wenn wir mal was kaputt machen müssen, kriegen wir wenigstens die Hälfte des Materials wieder, ne? Das ist ganz okay. Level erhöhen. Ja. So, dann sind die Punkte auch vergeben. Wir sind wieder minimal überladen. Liegt daran 600 Fiolen. Mehr muss ich nicht sagen, ne? 600 Fiolen. Das heißt, diese werden wir gleich verkaufen. Und da werden wir direkt schauen, gar nicht lange hier rumschnacken. Direkt schauen, dass wir neue Leute für unser Dorf rankriegen. Das wäre ganz optimal. Ich denke jetzt, wir müssen ja auch wieder was essen. Einmal, nee, müssen wir nicht, weil neue Jahreszeit. Aber wir nehmen hier, zack, die Kohlsuppen mit. In der Hoffnung, dass ich diesmal nicht verpenne, die zu verkaufen. Okay. Oh, schön. Eine schöne winterliche Landschaft haben wir hier. Das sieht wirklich, wirklich hübsch aus. Es sieht halt wirklich wie ein Dorf aus und so weiter. Das Feld ist noch nicht fertig. Wir müssen dran denken, wenn wir dann im Dorf sind. Mein Plan ist es, nach Gostovia zu reisen. In Gostovia werden wir schauen, dass wir in Gostovia schauen wir, dass wir nochmal Dünger organisiert kriegen. Ersatzweise auch Dung. Ist mir relativ lax. Ja, weil wir müssen ja noch ein Schema kaufen. Nämlich das für den Zaun. Weil ich habe nämlich keinen Bock, dass die Schweine dann hier wie bescheuert durch die Gegend rennen. Hi. Aubert. Da können wir ja mal gucken, was der drauf hat. Feldarbeit. Ja, die nehmen wir gleich direkt mit. Guten Tag, Fremder. Ich habe dieses Teil jetzt schon eine ganze Zeit durchwandert. Blablabla. Den Text, den kennen wir. Worin bist du besonders begabt? Ich war schon immer eine Naturgewalt. Was auch immer mir im Weg steht. Ich haue es um und grabe es aus. Gib mir nur das richtige Werkzeug.
Wo hast du deine Schwächen? Ich bin dieser eine Mensch, der auf jede Lüge hereinfällt und ich verpasse jeden Witz. Also kurzum, du bist doof. Okay. Geil, dumme Leute brauchen wir, weil die ackern einfach ohne Fragen zu stellen. Wunderbar, wir sehen uns im Dorf. Beweg deinen Arsch. Ausgezeichnet. So, dann können wir verkaufen. Hi. Zeig mir deine Ware. Du hast 2008 Gold im Inventory. Die hätte ich gerne in meiner Tasche. F, E, F. 1260 Taler wandern nochmal in unsere Tasche. Und wir hatten Nahrung, die ich gerne loswerden würde. Kohlsuppe. F, E, F. Hier auch. F, E, F. So, perfekt. Jetzt haben wir 2369,4 Taler. Damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten, Freunde. Das heißt, wir holen uns jetzt Dünger. Dünger, 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 Dünger. Dünger, 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 hast du Dünger? Hi, hast du Dünger? Hail, friend. Zeig mir deine Ware, du Lachs. I've got it. Dünger hat er. 106, 164. FE 1066 für Dünger, Alter, Junge. Oha, okay, wir sind vielleicht ein bisschen überladen. Okay. Dünger, 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 Dünger. Was los, Frau? Nee, alles gut. Ja, wenn du das sagst. Hör die nur ganz gespannt zu. Siehst du aus, als würdest du gleich wegpennen. Nee, nee. Ja, das weiß ich, weil wir FaceTime. Ja, Leute, ich denke aber, wir setzen hier an der Stelle einen kurzen Cut und sehen uns dann gleich wieder zurück in Entenhausen, weil wir sind echt krass überladen. Folglich dauert das jetzt mal wieder 5000 Jahre, bis wir da sind. Also, bis gleich. Jo, und nach einem kurzen Cut sind wir zurück in Entenhausen. Wir sehen gerade schon, einer unserer Feldarbeiter arbeitet trotzdem im Winter und bereitet ein weiteres Feld vor. Sehr gut. Er bekommt jetzt Unterstützung. Denn wir haben ja einen neuen Dorfbewohner. Das ist gut. Den müssen wir nur noch zuteilen. Der ist nämlich schon da. Ich wollte nur schnell Dünger einlagern, weil, ja. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen viel, was wir im Inventory haben. Dementsprechend können wir uns so gut wie gar nicht bewegen. Geil, oder? So. Truhe. Einmal bitte Dünger einlagern, Stapel transferieren. Wie viel haben wir davon jetzt? 318. Damit kommen wir ein bisschen hin. Ein bisschen kommen wir damit hin, Tatsache. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Säckchen wir haben. Gar keine, glaube ich. Dementsprechend werden wir mal Leder rüber transferieren. Und Säckchen craften. Wir brauchen Säckchen. Handarbeit. Schnell mal Säckchen herstellen. 9 Stück. Die werden wir Tatsache brauchen. Weil ich möchte ja, dass die Felder dann auch, sag mal schnell, dass halt die Samen eingepflanzt werden und so weiter. Das wäre schon sinnvoll. Würde ich sagen. Das wäre schon sinnvoll. 8 und 9. So, dann haben wir das nämlich auch fertig. Stapel transferieren. Jetzt haben wir kein Leder mehr, oder was? Gut, ist gar kein Problem. Dann geben wir unserem Jäger den Auftrag, mehr Leder herzustellen. Das ist ja kein Problem. Nimm mal die Pelze raus. Und Leder rein. Gut, das heißt, wir kriegen pro Tag 12 Leder rein. Das ist in Ordnung. Damit können wir arbeiten. Würde ich mal sagen.
Gut, dann teilen wir ein. Dorfbewohner, einmal hier in das neue Haus, was wir in der letzten Episode fertig gebaut haben. Albert, du darfst jetzt hier wohnen. Bitteschön. Albert ist jetzt offiziell glücklich. Das freut mich auf jeden Fall, dass der Typ glücklich ist. Da ist noch Platz für Häuser. Ich würde gerne mal was wissen. Arbeiterzuweise. Was braucht man dafür? Oh, Albert wäre ein super Schweinehirt. Albert wäre tatsächlich noch ein super Schweinehirt. Wir haben noch keine Schweine. Von daher ist es gerade nicht relevant. Aber was relevant ist, ist das hier. Und zwar... hier, Lehrerslot, Albert... Du übernimmst einmal die Verwaltung. Nee, nicht Scheunknecht. Am Arsch. Scheiße, wie war denn das? Genau, jetzt haben wir es richtig. Landwirt, Landwirt. Radost? Nee, das ist doch falsch. Radost, was war Radost für einer? Entfernen. Scheiße! Ich hab Mist gebaut. Jetzt weiß ich nicht mehr, was hier Phase ist. Kacke. Ah, Fischerhütte. Lehrer Slot, da war Radost. Das ist er hier. Yep. Genau. Und hier Scheune. Slot. Albert. Feldarbeiter. Genau. Jetzt ist es richtig. Jetzt haben wir es richtig gemacht. Ich habe es eben ein bisschen verkackt. Gut. Dann haben wir es jetzt aber richtig. Das heißt, wir haben jetzt zwei Feldarbeiter. Sehr gut. Sehr gut. Weil dann muss er hier nicht alles alleine machen. Ich bewundere seinen Elan übrigens, den er hier an den Arbeitsplatz, den er hier an den Tag legt. So, wo ist die zweite Kackbratze? Der soll gefälligst loslegen mit der Arbeit. Ah, da läuft er. Das ist er, oder? Oder liege ich da jetzt komplett falsch? Das müsste er sein. Er sieht zumindest wie einer aus. Albert. Der schnappt sich gerade was. Man sieht halt nicht, was er sich schnappt. Aber jetzt kann er... Keine Ahnung, was er gerade macht. Aber ich glaube, er sät irgendwas ein. Tatsache. Er sät was ein. Karotten. Karotten seht er an. Geil. Darf ich mal... Ich muss hier gerade mal schauen. Verwaltung. Genau. Feld 1. Feld 2 ist only Karotte, ne? Das wäre so geil, wenn er mir das nochmal anzeigen könnte. Gepflügt. Wähle eine Pflanzenart. Flachs! Das ist Feld 2. Ah, Feld 3. Das ist Feld 3. Ich bin doof. Ich bin doof. Ich bin richtig doof. Feld 3... Feld 2 ist er hier. Geil. Das ist ja geil. Wir brauchen übrigens noch einen weiteren Feldarbeiter nach Möglichkeit. Wann kann unsere Frau wieder arbeiten? Das ist jetzt das Problem. Dadurch, dass sie schwanger ist oder war und jetzt im Mutterschaftsurlaub ist. Verwaltung. Beruf Mutter. Robert. Also unser Sohnemann hat keinen Beruf.
Was ist hier mit Unimir? Alter, null. Ach lol, er ist ein Kind. Das sehe ich jetzt erst. Alter, null. Ich habe mich gerade gefragt, was hier los ist. Ja, klar. Logo. Nein. Oswalda ist schwanger. What the duck? Ach du Kacke. Könnt ihr bitte aufhören, die ganze Zeit zu pimpern? Ich brauche Arbeitskräfte. Was ist hier los mit euch? Alle am Pimpern. Frech. Gut, was wollten wir jetzt machen? Wir wollten gucken, dass wir nochmal ein weiteres Haus bauen. Hier so. Das wäre geil, wenn wir da nochmal eins rankriegen. Das heißt, wir brauchen wieder unser Werkzeug. Wir brauchen hier, nee, Bretter ist gerade falsch. Holzhammer haben wir. Wir brauchen Stämme. Transferieren. Nimmst du mit? Sollte passen. Und da rasen wir wieder durch die Gegend. Aber ganz ehrlich, ohne Rucksack und so weiter und so fort würde das halt 5000 Jahre dauern. No joke. So, jetzt könnten wir gucken. Wegen Bauen. Entweder... So ein kleines wäre ja geil. Aber das große ist tatsächlich zu groß, ne? Ich war am überlegen, ob das Sinn ergibt. Hier so. Aber das ist zu groß. Das ist zu groß. Das ist viel zu groß. Das wiederum passt. Wenn man das so hinstellt. Weiter geht's nicht ran. So. Dann kann man nämlich hier noch eine Street durchbauen. Wisst ihr, was ich meine? Hier so lang. Kann hier noch eine Dekoration hinklatschen. Alter, das ist aber auch ein schweinegroßes Feld. Also... Uff. Gar nicht übertrieben oder so. Lass uns erstmal das Haus ausbauen und dann kümmern wir uns um die Dekoration. Das Häuschen ist gleich fertig. Das Häuschen ist gleich fertig. Dann eventuell noch einen weiteren Arbeiter ranholen für... Unsere Feldarbeit. Das wäre natürlich auch geil. So, das Haus ist fertig. Dann würde ich sagen, legen wir mal eben einen Weg an. Der von hier losgeht. In diese Richtung. So in etwa. Dann gucken wir mal, wie das hier abläuft. Bitte einigermaßen gerade. Dankeschön, weil ich mag das wirklich, wenn es gerade ist. Zack, dann haben wir hier einen Weg. Dieser geht hier weiter. Bis hier. Okay, jetzt haben wir hier einen Knick drin. Das ist aber vollkommen okay. Einmal. Ah, und hier kann man nicht hin, weil... was dazwischen liegt. Zack. Moment. So geht's. So, dann haben wir hier einen Weg, der hier so lang geht. Und einmal von hier. Ist es vollkommen okay, wenn ein Weg dann hier rüber geht. Zack. Dann nehmen wir unser Tool. Abriss. Zerstören. Das da. So, dann haben wir einen Schotterweg, der hier vernünftig Sinn ergibt.
Jo, so ergibt das Sinn. Dann kann man nämlich hier anbauen. Und dafür kaufen wir uns jetzt das Schema. Wir haben ja jetzt die Kohle dafür. Ich muss doch gerade gucken. Das war er hier. Schema kaufen. Boah, war das teuer. 500 Münzen. 500 Taler wegen dem verdammten Zaun. Kannst du keinem erzählen. So, dann bauen. Zäune. Lattenzaun. Da ist er. Wir müssen dann was trinken. Von hier nach da. Von... Ah, komm. Das ist ein bisschen Fummelarbeit. Nach... Da. Man sieht es halt scheiße gerade. Weil es halt Nacht ist, ne? So, dann so. Dann lassen wir hier eine Lücke. Von hier bis hier hin. Es wird wieder teuer, Leute. Es wird wieder teuer. Von hier nach... Von hier so daran. Okay. Und das gleiche Spielchen machen wir hier hinten auch. So. Und dann macht man das einfach hier zu. Perfekt. So, dann haben wir hier einen ordentlichen Platz dann später für unsere Schweine. Gut, Ladies and Gentlemen, damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Unbedingt die Videobeschreibung abchecken, dort findet ihr den Partner Instagaming sowie natürlich den Merchandise verlinkt. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö und einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao. Tschüss.